Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Strecke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Solo-Let's Play. Ich bin Nico oder Tex oder Oaken, je nachdem, wie ihr mich nennen wollt, ganz frei euch überlassen. Ich spiele The Witcher. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß nur, es soll sehr gut sein. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Ich drücke auch mal direkt auf neues Spiel, um einfach mal loszulegen. So, hier wählen wir den Spielmodus. Was spielen wir denn? Spielen Sie Witcher, streifen Sie durch eine finstere Welt, in der es weder Gut noch Böse gibt, nur Entscheidungen und deren Konsequenzen. Oder spielen Sie eines der neuen Abenteuer, die jeweils eine eigenständige Geschichte auf Grundlage der Welt und der Charakter der Witcher erzählen. Ich glaube, wir fangen mal erst mit dem normalen Witcher an, danach vielleicht noch neue Abenteuer. Hier, Schwierigkeitsstufe wählen. Für Neulinge, Kämpfe sind einfacher, Alchemie ist zum Überleben nicht notwendig. Ah, vielleicht zu einfach. Die mittlere Stufe wird für die meisten Spieler empfohlen, Kämpfe sind anspruchsvoll, Alchemie ist nützlich. Oder die schwerste Stufe für Fortgeschrittene, Kämpfe sind schwierig, Alchemie ist zum Überleben notwendig. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Mittel an. Wir wollen ja auch nicht, dass es ewig dauert und ich die ganze Zeit faile. Deswegen, Mittel ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Steuerungsmodus wählen. Vorzugsweise Maus, intelligente und leichte zu steuernde isometrische Kamera für Gelegenheitsspieler und alle empfohlen, die einen strategischen Überblick über die Kämpfe wünschen. Steuerungsmodus kann jederzeit beim Spiel verändert werden. Das klingt schon mal sehr gut. Tastatur- und Maussteuerung mit dynamischer UDS-Kamera. Empfohlen für erfahrene Spieler und all, die näher am Geschehen sein möchten. Steuerungsmodus kann jederzeit geändert werden. Das ist jetzt, was nehmen wir denn? Vorzugsweise Maus, leicht in die, nehmen wir einfach mal die Maus, zur Not ändern wir es, falls es doch nicht so gut funktioniert. Außenbereich von Cairnron. Sie sind ja schon ganz schöne Ladescreens, muss ich sagen, bis jetzt. Auch wenn ich nur zwei gesehen habe. Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kaedwyn. Das Jahr 1270. Fünf Jahre nach dem Großen Krieg. Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen.
Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegungen. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir! Vesemir, wir haben Gesellschaft. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Und dann dürfen wir auch endlich anfangen nach diesem langen, langen, langen Intro. So, als erstes müssen wir uns ein Schwert holen. Gegenstände aufheben, bewegt den Cursor über das Schwert und links klickt, um es zu verwenden. Ich glaube, das haben wir verstanden. Angreifen. Links klickt auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Tipp: Feindliche Charaktere haben rote Vitalitätsanzeigen, freundliche Charaktere haben grüne Vitalitätsanzeigen. Gut, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Links klickt. Aus. Das ist relativ. Ja. Okay, halten muss man.
Scheinbar. Oder doch nicht. Oder so lange, bis er angreift. Wir haben's. Das erste geschafft. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Bewegung bei isometrischer Kameraeinstellung. Links klickt auf eine beliebige Stelle auf dem Boden, um euch zu dieser Position zu bewegen. Schiebt den Cursor an den Bildschirmrand, um die Kamera zu rotieren. Tipp, schwenkt die Kamera durch Klicken und Halten des Scrollrads und Mausbewegung. Wechselt zu den anderen Kameramodi durch Tastendruck F2 oder 3. Was haben wir denn hier? F2. Und F3 ist die Schulterkamerabewegung. Ich glaube, die finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Über die Schultermodus bewegt ihr euch mittels der Tasten WASD, bewegt die Maus, um die Kamera zu rotieren, drückt und haltet die Umschalttaste, um den Cursor zu entsperren und frei zu bewegen. Wechselt zu den anderen Kamerabewegungen. Nee, brauchen wir nicht. Ich finde das hier eigentlich ganz angenehm. Oh, schöne Magie, schön. Ich will auch Magie schon. Kann ich Magie? Ich laufe dir mal hinterher, die sind mir alle zu langsam. Wir müssen ja schließlich unsere Feste verteidigen. Vor diesen komischen, was auch immer, Angreifern. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Verdammt! Was ist das? Ein Furchtbringer, eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr. Sie dringen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Catven gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Zavala unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Zavala und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen. Auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. So, und jetzt haben wir auch schon eine Karte. Sehr schön. Verfolgt die Minikartenmarkierung, um ein Questziel zu finden. Tipp, links klickt auf das Kartensymbol oder drückt die Taste M, um eure Karten gegen Match aufnehmen zu sehen. M finde ich super, ist auch irgendwie Standardtaste. Jetzt rennt er von alleine. Verkettet eure Angriffe, um den Feind effektiver zu töten. Linksklickt nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Okay. Das Verketten von Angriffen erfordert eine präzise Zeichenabstimmung. Und ein frühes Klicken wird zum Abholen. Aha, alles klar. Ihr habt euren Gegner betäubt. Links klickt auf ihm, um zu erledigen mit dem Gnadenstoß.
Angriffe können kritische Effekte wie Leben, Blut und Schmerzen verursachen. Knallenstoß und... Oh. Ja, es ist schon blutig. Das muss man dem Spiel lassen. Aber so waren die Zeiten damals. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt heißt, dass Gegner damals existiert haben. Legt euch mit mir an und ihr sterbt! Also das Kampfsystem ist relativ einfach, muss ich sagen. Einmal klicken, warten bis das kommt. Und dann niederklicken. Und so lang mähen wir die nieder einfach. Bam! Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Alles noch mehr. Wo sind wir überhaupt hin? Minimap. Okay, den nächsten Punkt haben wir. Gibt es hier nicht noch irgendwie Ausweichen oder sowas? Wir sind ziemlich gelenkig, habe ich festgestellt. Ah, da kommen die ersten Nachrichten rein auf dem Handy. Falls man das mit mir gehört hat. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Ups, da habe ich zu früh geklickt. Aber das kriegen wir auch so jetzt hin. So, und jetzt noch den hier. Die Salamandra-Banditen. Vorlesen und klicken zeitig ist relativ kompliziert, muss ich sagen. Kann man die irgendwie looten? Nein, nein. Schade. Looten wäre ganz schön gewesen. Aber die Zeit, wo es rauskam, ziemlich schönes Spiel. Also, bin beeindruckt. Bisschen wie gegen Vögel. Oh, Kampfstile, schneller Kampfstil. Benutzen den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Wechseln den Stil durch Linksklick auf das Katzensymbol, indem ihr X drückt. Ich glaube, X nehmen wir einfach, weil Katzensymbol, wo ist das überhaupt? Ach, da. Wow. Der Stil ist geil. Finde ich cool. Der rockt. Eins haben wir einen anderen. Benutzt den starken Kampfstil, um größere, gepanzerte Gegner zu bezwingen. Wechselt in den Stil durch Linksklick auf das Wolf-Symbol oder indem ihr Y drückt. Also hier ist das Wolf, das ist Katze. Das ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Aber hey, wir haben ja X. Ich lass euch quieken! Moment. Nein, das will ich nicht. Ja, das... Ach, warte. Ah, natürlich. Ich dachte, ich müsste X drücken. Aber dabei ist es doch Y. Okay, man wechselt mit X und Y jeweils. Alles klar. Ich mag den X irgendwie, der geht zu schnell. Tobis. Aktive Pause. Drückt die Leertaste, um den Pausenmodus zu aktivieren. Verwendet die aktive Pause, um zwischen den Kampfstilen zu wechseln. Okay. Oh, das ist ja dann relativ angenehm. Mein Kampf. Ihr könnt nicht mit anderen Charakteren reden, während ihr eine Waffe haltet. Wählt diesen Modus, um eure Waffe wegzuschicken, damit ihr euch unterhalten könnt. Aha, alles klar. Tab. Oh, jetzt ziehen wir mal lieber wieder. Vorwärts, Nehmt das! Wechsel über den Kampfstil und pretzen den mal voll wieder eins auf die Fresse. Den hat's erlegt. Ich lauf weiter. Und jetzt hier einen schweren Angriff und weiter semmeln. Aber wir sind ja noch im Tutorial. Ich glaube, deswegen ist das alles relativ einfach noch gehalten. Jetzt läuft es ja nämlich ganz gut. Oh, da.
Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savolla. Wir sind ja schon ein gerissenes Schlitzohr, muss ich sagen. Und kommen den nächsten. Bam, bam, bam. Was wollen die überhaupt von uns, die Banditen? Glocke. Ah. Und was bringt die jetzt? Sie klingelt. Das ist ja gut. Das ist ganz schön. Bisschen leise meinen Geschmack nach. Um so einen riesigen Gottesanbeterin zu killen. Nimm das! Wo haben wir den Lebensbalken, habe ich gesehen? Ich schlag euch tot wie ein Hund! Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Bam, bam, bam und. Ich wechsle mal den Modus wieder, dann kriegen wir die auch, die Kleinen, ne? Zu schnell, das wird's. Was haben wir als nächstes für Fuzzis? Komm schon. Komm zu Papa. Ein Schritt und ihr sterbt. Ich bin schon als erstes um. Komm her. Nehmt das! Welcher Schritt ist denn zu schnell gewesen? Ich lass euch quieken! Ich würde gerne den da drüben, ja. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurdet. Ich kann wechseln zwischen zwei Gegnern, während ich angreife. Das ist sehr, sehr interessant. Linksklick auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Drückt Alt, um alle Benutzer und Gegenstände in eurer Nähe zu markieren. Ihr könnt Objekte und Türen nicht während eines Kampfes benutzen. Genau, das heißt, wir stecken das Schwert weg mit Tab und laufen zur Winde. Ah, F ist schnell drehen. Gut zu wissen. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung oder... Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns.
Nur falls Savola etwas Neues einfällt. So, ach, jetzt besitzen wir sogar noch ein Inventar. Das kommt mir so viel dazu. Öffnet das Inventar durch Linksklick auf das Ransom-Symbol oder durch Drück auf 1. Oder, nee, ach, I, sorry. Auf I, um Zugang zu Gegenständen zu halten. Rechtsklickt auf den Donnertrank, um ihn zu benutzen. Tipp, zieht Tränke aus dem Inventar auf Schnellfächer, die euch eine schnelle Benutzung ermöglichen. So, wir drücken einfach mal I. Hier sind die Tränke. Wo ist mein Tränke? Da oben. Donner wollte ich jetzt benutzen. Ist das ein... Nein. Schnellfach. Wo sind die Schnellfächer? Die sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich trinke den jetzt erstmal. Bewegt den Cursor über Effektsymbol. Weg. Oder ist... Ach, das da wahrscheinlich. Moment, ich muss kurz lesen. So, da geht's auch schon direkt weiter. Tipp, aktive Effektsymbole erscheinen in dem Ring um das Medaillon. Ja, Leertaste, was haben wir hier? Donner, zugefügter Schaden um 100% erhöht, Ausweicheffizienz um 50% reduziert. Oh, das ist so ein Rage-Mode, wie ich sehe. Und Parieren auf 50% reduziert. Geht noch 8 Stunden, das Ding. Was? Kann ich ja ewig spielen hier. Ist ja Wahnsinn. Leute. Leo, wo bist du? Führst du mich? Leo? Wer ist mir? Triss? Wo? Leo? Leo! Leo ist weg. Ich renne einfach zu dem roten Pfeil. Da, Leo, was rennst du denn vor? Bleib doch mal bei mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja. Fertig, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Alter, ich dachte, wir sind im Krieg. Naja, sowas soll es auch noch geben. Keine Menschen getötet. Gut, gehen wir mal in... Nein, gehen wir nicht in den Zitadellengang. Ich glaube, das reicht erstmal für die erste Folge. Machen wir hier einen kleinen Break. Erste Folge und in der zweiten geht's dann weiter. Bis dann. Ciao, ciao.